Ja, hallo liebe Borussen, super, dass ihr heute wieder dabei seid. Gestern war wieder der Wahnsinn. Wir haben fast die 2500 geknackt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es jetzt noch 10. Also lasst nochmal ein Abo da und ein Like und dann reißen wir heute die 2500. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und heute um 20 Uhr gehe ich nochmal live für eine halbe Stunde. So ein bisschen Fragen-Antwort-Spiel. Ihr könnt mich ja alles fragen für eine halbe Stunde. Ich werde das dann beantworten. Werde jetzt nicht viel vorbereiten. Ein paar Themen bringe ich mit. Und ja, da freue ich mich drauf, wenn ihr dabei seid. Wie gesagt, heute Abend 20 Uhr. Und jetzt starten wir rein. Gestern nach der Aufnahme, kurz beendet, hochgeladen und schon kamen die News. Manchmal ist das so. Wie mehrere Medien berichten, Sky, Fußball News etc., haben wir ein Angebot für Beljo abgegeben, den U21-Nationalspieler Kroatiens. 3,5 Millionen Euro sollen wir geboten haben. Hab jetzt noch nichts gehört, ob es abgelehnt wurde oder akzeptiert wurde. Wir gucken uns den Spieler kurz mal an, bevor ich dazu meine Meinung sage. Wie gesagt, ne, kroatischer U21-Nationalspieler spielt in Osijek. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hat einen Marktwert von 4,5 Millionen, ist 20 Jahre alt. Und ein richtiger Bulle, 1,95. Ne? Mittelstürmer, klassischer Mittelstürmer, wie er im Buche steht. Ja, hat seinen Marktwert schon in den letzten Monaten, Schrägstrich Jahren, ordentlich nach oben geschraubt. Wechselwahrscheinlichkeit 58% aktuell. Stuttgart ist wohl auch dran, Wolfsburg und Dortmund. Gucken wir mal auf die Leistungsdaten. Der hat tatsächlich ordentlich gescored in der kroatischen Liga. Wie gesagt, letzte Saison in 34 Spielen 15 Tore, 4 Vorlagen und im kroatischen Pokal 3 Spiele, 5 Tore. Also der weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht. Hat 2 Spiele für die kroatische U21 gemacht, da nicht getroffen. Ist ein interessanter Mann. Ne? Ich habe mir mal ein YouTube-Video von ihm angesehen, aber im Endeffekt, diese YouTube-Videos, ich habe Kreisliga gespielt, wenn man da meine besten Szenen zusammenschneidet, sieht das auch aus, als wäre ich gut. War ich aber nie, aber ja, ich halte nicht viel von den YouTube-Videos. Jeder hat mal eine gute Szene, ne? Aber wie gesagt, das ist ein Top, nicht kein Top-Stürmer, aber ist ein großer Stürmer. Scheint gut am Ball auch zu sein, trotz seiner Größe, Kopfball stark. Wie gesagt, er weiß, wo die Hütte steht, ne? Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, eine Aufstellung zu machen, ne? Also, ich finde den Transfer grundsätzlich gut, ist einer, den wir gebrauchen können, ne? Ist auch genau sowas, was ich gefordert habe, einfach ein bulliger Stürmer. Wo wir auch flexibler werden können. Ne? Den kannst du vorne mal reinstellen, kannst Flanken draufschlagen. Theoretisch könnten wir auch im klassischen 4-4-2 dann spielen. Ne? Also mit Bello und Plea vorne drin, Hofmann und Thuram auf den Außen, Kramer und Kone auf der 6. Und die Abwehr, also so könnte man auch mit Bello spielen. Ob man, oder man sagt jetzt, man geht auf ein klassisches, warte mal, 4-4, genau, 4, das ist jetzt ein klassisches 4-4-2 oder sagt man geht auf ein 4-3-3, das ist da alles möglich. Wie gesagt, der würde uns auf jeden Fall Optionen geben. Ich finde, den würde den Transfer begrüßen und wir müssen auch realistisch sein. Ich habe mir gestern noch mal ein paar Gedanken gemacht. Die Zeiten, wo Gladbach, glaube ich, 10 Millionen plus für ein Spiel ausgibt, die sind vorbei. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir müssen, glaube ich, wieder dahin so ein bisschen zurück, dass wir so Neuhaus-Transfers machen, so Marco-Reus-Transfers. Ne? Da gehört ein gutes Scouting dazu, dass du die sehr, sehr günstig einkaufst und dann teuer verkaufst. Das kannst du so ein Value theoretisch sein. Ne? Ich traue dem Jungen was zu bei uns. Wenn er kommt, wird es auf jeden Fall begrüßen. Was mir halt noch fehlt, ne? Im Endeffekt zu Benzebaini kommen wir gleich noch. Was mir auf jeden Fall noch fehlt, ist so ein schneller Flügelstürmer. Ne? Viele sehen das bei Farke nicht. Ich finde, den kann jede Mannschaft gebrauchen, einen schnellen Flügelstürmer. Einfach so einen mit einem schweren Tiefpunkt. Ne? Also Thuram ist natürlich schnell, aber der ist halt nicht so flink und klein wie so manch andere. Ne? Mir fehlt so ein kleiner Spieler, so ein kleiner Tra so, ein so wie Traoré früher oder ja, so ein Rashica, ne? Oder so ein Gnabry jetzt mal, Philipp Kostic, so in der Art. Ne? So einen Spieler würde ich gerne noch sehen. Wenn wir Beljo verpflichten, würde ich gerne noch einen schnellen Flügel sehen. Ne? Ich weiß nicht, ob das finanziell machbar ist, aber das wäre für mich noch so eine Position, wo ich sagen würde, wäre für mich interessant. Dann kam gestern die nächste Transfer-News. Merlin Röhl vom FC Ingolstadt. Auf dem Zettel von Freiburg und Gladbach habe ich mir den mal angeguckt. Das wäre tatsächlich so ein Florian Neuhaus-Transfer, finde ich. Der hat einen Marktwert von 800.000, hat letztes Jahr in der zweiten Liga 26 Spiele ein Tor gemacht, zwei Vorlagen, sind da natürlich abgestiegen. Ne? Hat dieses Jahr auch schon wieder ein Spiel gemacht. Ja, wie gesagt, zentrales Mittelfeld, sehr, sehr großer Spieler mit 1,92.
Ich würde den aber eher als, ja, als Kauf sehen und dann wieder direkt nach Ingolstadt oder sonst wohin verleihen, weil ich glaube, in der aktuellen Saison, gerade im zentralen Mittelfeld, sind wir gut besetzt. Aber es ist ein deutscher guter U20-Nationalspieler. Ingolstadt will eine niedrige, ja, will eine Millionenablöse im niedrigen Bereich, also 1 bis 2 Millionen, denke ich mal. Kann man machen, ne? Aber müsste eigentlich direkt wieder ausgeliehen werden, ne? Also es bringt ja nichts. Der wird dieses Jahr keinen Stamm spielen, wie gesagt. Der war auch noch in der Gerüchteküche. Wie gesagt, der ist auch noch dran. Darüber haben wir gestern gesprochen, Jesus Vazquez, aber da glaube ich nicht dran. Der wird zu teuer und so einen Bedarf sehe ich auf der linken Verteidigerposition nicht. Wen ich halt, wie gesagt, ach, dazu kommen wir gleich aber noch, ne? Bei Transfermarkt.de sind aktuelle Gerüchte, hier aufgeführt, können auch mal sehen. Da ist tatsächlich keiner, den ich mir gewünscht habe, ne? Wirklich keiner. Ja. Aber wie gesagt, das heißeste Gerücht ist jetzt Bello, ne, mit 58% und Diallo. Aber den Werten kann man auch nicht richtig trauen. Ne? Also zu den meisten Spielern habe ich noch jetzt in letzter Zeit kein Gerücht mehr gelesen. Dann wurde gestern auch gemeldet, dass unser Rami ja, vor dem Absprung steht anscheinend zum PSG oder zum AC Mailand. Bei PSG soll er wohl Bernard, der immer schuld ist, ja, beerben sozusagen. Bernard soll gehen, Bensebaini soll dafür kommen. Ja, finde ich eigentlich, also war klar, Bensebaini will nicht verlängern. Sind zwei, glaube ich, relativ finanzkräftige Clubs. Wenn du da über 10 Millionen für bekommst, muss er gehen, ne? Dann stellt sich natürlich direkt die Frage, ob man dafür noch Ersatz holen muss. Da bin ich der Meinung, wie gesagt, ihr wisst, ich bin Fan von Philipp Max. Viele sagen dann, aber den kannst du doch jetzt nicht vor Netz stellen, also so ein Philipp Max Netz, also quasi Netz Philipp Max vor die Nase stellen. Gebe ich euch recht, gebe ich euch tatsächlich recht, aber Philipp Max könnte theoretisch auch linkes Mittelfeld spielen, ne? Das wäre auch so einer mit einem kleineren Schwerpunkt. Ja, einfach so ein Wadenbeißer. Und Philipp Max würde ich immer noch sehen, gerne als Bensebaini-Nachfolger. Wenn wir keinen holen, bin ich ganz ehrlich, dann muss man sagen, Borges Sanchez muss auf der linken Mittelfeldposition Einsätze bekommen. Das ist eigentlich so einer, der relativ klein ist, ultra flink, super Talent hat. Für mich muss der Junge dann auch spielen, wenn da keiner geholt wird. Ne? Den nur auf die Bank zu setzen, bringt dann auch nichts. Wie gesagt, der ist luxemburgischer Nationalspieler, Borges Sanchez. Und das ist genauso einer, der mich sonntags in der Kreisliga auch immer abgefuckt hat, wenn ich gesehen habe, okay, jetzt spiele ich wieder gegen so einen kleinen, schnellen, da hatte ich schon direkt keinen Bock mehr oder habe ihn halt umgehauen. Wie gesagt, ne? Dann, wenn wir keinen auf der linken Seite mehr holen, dann muss für mich Borges Sanchez eine tragende Rolle spielen nächste Saison. Das ist meine Meinung und das sind die aktuellen Transfer-News tatsächlich. Wie gesagt, den Stürmer Bello, wie gesagt, da kann man wenig zu sagen. Ne? Ich glaube, kaum einer von uns hat den regelmäßig verfolgt. Das wird das Gladbach-Scouting gemacht haben. Ich vertraue denen da auch. Wie gesagt, der weiß, wo das Tor steht. Der bringt Flexibilität ein, bringt auch nochmal ein ganz anderes Element rein. Ne? Embolo war auch nicht so groß, aber den kannst du schon gut mit Flanken versorgen, denke ich mal. Aber dafür brauchen wir auch Flankenspieler, die Flanken reinschlagen. Und da sehe ich halt aktuell ein Problem. Und deswegen fände ich so einen Philipp Max, Milot Rashica sehr, sehr gut. Wenn wir die noch holen können, einer von den beiden zumindest, dann wäre ich tatsächlich schon sehr, sehr zufrieden. Und ich glaube, dass wir dann auch gut aufgestellt wären. Ne? Ich kann auch mal gerade die Aufstellung einblenden. Wir sind ja dann quasi, also wir sind ja quasi dann auf allen Positionen doppelt besetzt. Ne? Wenn jetzt noch, sage ich mal, ein schneller Außenspieler kommt, dann bist du auf allen Positionen für mich top besetzt. Ne? Bis Innenverteidigung wird dann, hast du zwar Elvedi, Friedrich, Itakura, Bayer, da stelle ich aber noch mal ein Fragezeichen hinter, ob das wirklich eine Top-Innenverteidigung ist. Ne? Ich sehe da keinen Leader. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber ansonsten sehe ich uns dann gut vorbereitet. Wie gesagt, wie es mit Thuram, Player und ja, Hofmann und Sommer weitergeht, weiß keiner. Ich sehe das Risiko, dass sie ablösefrei gehen, immer noch. Ja, aber das bleibt abzuwarten. Ne? Wie gesagt, heute Abend gehen wir um 20 Uhr live. Da könnt ihr mich nochmal alles zu der heutigen Folge fragen. Und Verletzungen. Wir haben aktuell 4 Verletzte. Marvin Friedrich wird am Sonntag nicht spielen können, hat einen leichten Muskelfaserriss, da erwartet man eine Rückkehr gegen Hoffenheim. Dann Manu Kone ist im Aufbautraining, das wird auch nichts am Wochenende gegen Oberachern, da erwartet man auch eine Rückkehr gegen Hoffenheim. Gleiches gilt eigentlich bei Wolf, Einblutung im Oberschenkel, im Muskel.
Wie gesagt, das wird auch nichts für Sonntag. Können wir auch nicht einplanen. Und zu guter Letzt, Player, Schlag auf die Wade. Da weiß man noch nicht, ob es klappt. Ansonsten sind alle fit. Ich glaube, Bayer ist noch verletzt. Ne? Bayer ist auch noch nicht fit. Bayer ist auch noch im Aufbautraining. Ich glaube, das wird auch noch nichts fürs Wochenende. Und ansonsten sind alle da. Und zum Abschluss machen wir noch kurz Discord. Mittlerweile sind tatsächlich fast 200 Leute drin. Hier kursieren auch schon die nächsten Transfer-News. Wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch einen super Nachmittag. Wir sehen uns heute Abend. Macht's gut. Ciao.